Wer schreibt meine Geschichte? Der Schriftsteller Max Frisch hat beobachtet, dass Menschen ihr Leben wie eine Geschichte erzählen. Allerdings traute er diesen Geschichten nicht. Er schreibt, jeder Mensch erfindet sich früher oder später eine Geschichte, die er für sein Leben hält. Wer schreibt meine Geschichte? Das Schicksal? Die Menschen um mich herum, die durch das, was sie sagen und wie sie mich beeinflussen? Oder bin ich selbst der Autor meines Lebens mit den Entscheidungen, die ich treffe und den Lehren, die ich daraus ziehe? Wer schreibt meine Geschichte? Wenn alles easy ist, alles glatt läuft, alles gut ist, dann stellt sich diese Frage uns meistens nicht. Dann denken wir darüber gar nicht nach. Dann fangen wir nicht an, über unsere Identität zu grübeln. Das passiert in der Krise. Das passiert, wenn es rund geht, wenn auf einmal unser Leben Kopf steht. Auf einmal steht da die Frage, wer bin ich eigentlich? Und wohin will ich überhaupt? Dem Apostel Paulus ging es da nicht anders. Er schreibt einen Brief in einer Situation, wo es für ihn rund geht, wo nach seinem Eindruck alles in Frage steht. Durch Paulus und Barnabas kommen Juden und Nichtjuden in der südlichen Türkei zum Glauben. Sie entdecken ein neues Leben, christliche Gemeinden entstehen, und als Paulus und Barnabas wieder weg sind, da tauchen andere Leute auf aus Jerusalem, und die meinen, sie müssen da mal nacharbeiten, sie müssen da mal einiges wieder gerade rücken, was aus ihrer Sicht schief ist. Sie gehen in die christlichen Gemeinschaften, sie gehen zu den Menschen, die neu zum Glauben an Jesus Christus gefunden haben. Sie ruinieren den Ruf von Paulus und sie verändern die gute Nachricht von Jesus Christus, die er verkündet hat. Und als Paulus das hört, ist für ihn die Krise 100% da. Da werden dann so Sachen weitergegeben. Wer zum Kuckuck ist überhaupt dieser Paulus? Was tut er? Was sagt er? Taugt das überhaupt was? Alles steht in Frage. Und für Paulus ist das nicht nur eine Krise durch die persönlichen Angriffe, die ihn treffen, sondern seine riesige Sorge ist, dass der ganze Einsatz, den er gebracht hat über 2 Jahre, dass dieser Einsatz für die Menschen in Galatien vergebens war. Dass ihr Glaube, ihre neue Gemeinschaft, wie sie sich jetzt an Gott freuen, was sie von Gott erwarten, das neue Leben, das für sie angebrochen ist, dass das alles auf dem Spiel steht und vielleicht sogar verloren geht, zusammenbricht. Deshalb schreibt Paulus diesen Brief. Ich lese aus dem Brief des Apostels Paulus an die Christen in Südgalatien, den Galaterbrief, Kapitel 1, die Verse 10 bis 24. Ich frage euch, will ich etwa Menschen für mich einnehmen, doch eher Gott? Oder versuche ich gar, den Menschen mit meiner Lehre entgegenzukommen? Wenn ich das täte, wäre ich jedenfalls kein Diener von Christus. Brüder und Schwestern, das müsst ihr einsehen. Die gute Nachricht, die ich verkündet habe, stammt nicht von Menschen, denn ich habe sie nicht von einem Menschen empfangen. Ich wurde auch nicht von einem Menschen darin unterrichtet. Nein, Jesus Christus selbst hat sie mir offenbart. Ihr habt doch gehört, wie konsequent ich früher meinen jüdischen Glauben gelebt habe. Mit aller Kraft habe ich die Gemeinde Gottes verfolgt und wollte sie vernichten. Ich übertraf viele Gleichaltrige in meinem Volk darin, den jüdischen Glauben zu leben. Denn ich setzte mich mit aller Leidenschaft für das ein, was von meinen Vorfahren überliefert wurde. Aber Gott hatte mich schon im Mutterleib ausgewählt und in seiner Gnade berufen. Er hatte beschlossen, mir seinen Sohn zu offenbaren. Bei allen Völkern sollte ich ihn bekannt machen. Danach habe ich keinen Menschen um Rat gefragt. Ich ging auch nicht nach Jerusalem zu denen, die schon vor mir Apostel waren, sondern ich ging sofort nach Arabien und kehrte dann wieder nach Damaskus zurück. Erst 3 Jahre später ging ich nach Jerusalem, um Kephas kennenzulernen. 15 Tage blieb ich bei ihm. Von den anderen Aposteln habe ich keinen gesehen, außer Jakobus, den Bruder des Herrn.
Was ich euch hier schreibe, ist bei Gott nicht gelogen. Anschließend ging ich nach Syrien und Zilizien. Die christlichen Gemeinden in Judäa haben mich nie persönlich kennengelernt. Das Einzige, was sie von mir hörten, war: Der Mann, der uns verfolgt hat, verkündet jetzt den Glauben, den er früher ausrotten wollte. Und sie lobten Gott für das, was mit mir geschehen war. Das ist Gottes Wort. Aus dem, was Paulus zu seiner Verteidigung schreibt, können wir Rückschlüsse ziehen über das, wie er angegriffen wurde, was über ihn erzählt wurde. Wer ist schon Paulus? Für wen arbeitet er überhaupt? Offensichtlich doch auf eigene Rechnung, um sich hier eine eigene Kirche aufzubauen, groß rauszukommen. Paulus schreibt: Will ich etwa Menschen für mich einnehmen? Nein, ich will Gott für mich einnehmen. Gott soll sich freuen über das, was ich tue. Das ist der Maßstab, an dem ich mich messe. Oder versuche ich gar, Menschen mit meiner Lehre entgegenzukommen? Das war ein zweiter Vorwurf offensichtlich. Paulus formt seine Message marktgängig. Er richtet sie nach den Menschen aus, so dass niemand was dagegen hat, dass alle irgendwie einverstanden sind, dass niemand irgendwas dafür tun muss, jeder dazu Ja sagen kann. Auch das weist Paulus zurück. Wenn ich das täte, schreibt er, dann wäre ich jedenfalls kein Diener, wörtlich kein Sklave von Christus. Paulus schreibt, ich bin Sklave von Jesus Christus. Das bedeutet, ich gehöre zu Jesus und ich bin allein Jesus verpflichtet. Nur Jesus ist der, der mir Befehle erteilen kann und auf den ich hören muss. Ich mache mich nicht abhängig davon, was Menschen über mich denken. Und ich habe gemerkt, was erstmal so befremdlich klingt, ich bin Sklave von jemand, da steckt eigentlich eine unglaubliche Freiheit drin. Wenn du dich an Gott ausrichtest, so wie Paulus das getan hat, wenn du dich an Gott ausrichtest, dann bist du frei davon, was andere über dich denken. Für Paulus ist das lebenswichtig. Das ist sein Maßstab. Die dritte Attacke: Wer ist schon Paulus? Er hat Jesus gar nicht kennengelernt wie Petrus und die anderen Jünger. Er gehört nicht mal zur Gemeinde in Jerusalem. Das ist ja die wichtige Gemeinde, von der, wie wir wissen, ja die ganze gute Nachricht von Jesus Christus ausgegangen ist. Paulus hat seine Infos secondhand irgendwo aufgeschnappt und dabei hat er was gehörig missverstanden. Stimmt nicht, sagt Paulus. Die gute Nachricht, schreibt er, die ich euch verkündet habe, die stammt nicht von Menschen. Ich habe sie nicht von einem Menschen empfangen, ich wurde auch nicht von einem Menschen darin unterrichtet. Nein, Jesus Christus selbst hat sie mir offenbart. Was? Ja? Dann erzählt Paulus, wie das passiert ist, wie sich sein Leben radikal verändert hat. Und er macht damit nochmal deutlich, was mir vorgeworfen wird, stimmt nicht. Denn es war Gott, der mich getroffen hat, der mich berührt hat und der meine Geschichte neu geschrieben hat. Das ist die Geschichte von Paulus, wie er sie schildert. Vorher hat er als jüdischer Theologe und als Aktivist die Gruppe und den Glauben bekämpft, die behaupten, Jesus von Nazareth sei der von Gott versprochene und von Gott geschickte Retter. Sogar an Hinrichtungen war er beteiligt. Er schreibt: Ihr habt doch gehört, wie konsequent ich früher meinen jüdischen Glauben gelebt habe. Mit aller Kraft habe ich die Gemeinde Gottes verfolgt und ich wollte sie vernichten. Ich übertraf viele Gleichaltrige in meinem Volk darin, den jüdischen Glauben zu leben. Ich setzte mich mit aller Leidenschaft für das ein, was von meinen Vorfahren überliefert wurde. Hervorragend gebildet, messerscharf im Denken, kompromisslos im Leben und im Handeln für die gute Sache. Das war die Geschichte, die Paulus mit seinem Leben schreiben wollte. So hat er sich gesehen, so hat er sein Leben verstanden. Darin hat er seinen Sinn und seinen Auftrag gesehen.
Und das hat er knallhart verfolgt. Das war seine Geschichte. Diese Geschichte wollte er mit seinem Leben schreiben. Aber, schreibt er selbst, aber, dann kam etwas dazwischen. Dann kam Gott dazwischen. Dann kam Jesus dazwischen. Gott wollte mit Paulus nämlich eine andere Geschichte schreiben. Paulus schreibt, Gott hatte mich schon im Mutterleib ausgewählt und in seiner Gnade berufen. Gnade, ich habe es nicht verdient, schreibt Paulus. Ich habe es nicht verdient. Weiter, Gott hatte beschlossen, mir seinen Sohn zu offenbaren. Gott hatte beschlossen, mir seinen Sohn zu zeigen. Paulus begegnet Jesus. Paulus begegnet dem auferstandenen Retter. Paulus begegnet dem, den Gott geschickt hat. Und es verändert für ihn alles. Gott gibt seinem Leben eine völlig neue Sicht, eine völlig neue Perspektive und einen völlig neuen Sinn. Paulus schreibt, bei allen Völkern sollte ich jetzt Jesus bekannt machen. Und danach, schreibt er, habe ich keinen Menschen um Rat gefragt. Also nichts von, ich habe das Secondhand und irgendwo aufgeschnappt. Paulus schreibt, ich ging auch nicht nach Jerusalem zu denen, die schon vor mir Apostel waren, sondern ich ging sofort nach Arabien. Paulus erkennt, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist. Dass es stimmt, was die Leute sich erzählen, die er verfolgt hat. Jesus ist der von Gott versprochene Retter und Jesus lebt. Und als er diesem auferstandenen Jesus begegnet, wirft ihn das völlig aus der Bahn, völlig. Es stellt alles in Frage, was er bisher über Gott gedacht hat. Es stellt alles in Frage, was er über sich selbst gedacht hat und was er mit seinem Leben anfangen wollte. Und er fragt sich, wer ist Gott dann? Wenn Jesus lebt, wer ist Gott dann, wenn er nicht so ist, wie ich es bisher gedacht habe? Wer bin ich dann? Wozu lebe ich dann? Und da tut Paulus etwas sehr Weises, schreibt er, er geht nicht zu Menschen und fragt die um Rat, obwohl es manchmal gut ist, mit Menschen sich auszutauschen, aber er zieht sich in die Einsamkeit zurück, er geht in die Wüste, nach Arabien. Er legt Gott seine Fragen vor. Ich kenne solche Situationen, ich kenne solche Krisen selber aus meinem eigenen Leben, ich kenne solche Situationen, wo ich merke, jetzt bin ich an einem Punkt, da brauche ich nicht noch ein weiteres Buch lesen und da brauche ich nicht nochmal mit Menschen irgendwie Dinge durchzukauen und Ratschläge von Menschen zu hören, das hilft mir jetzt alles nicht mehr weiter, sondern was ich jetzt brauche, das Einzige, was mir jetzt hilft, das Einzige, was mich jetzt rettet und was mich jetzt leiten kann und meinem Leben eine neue Perspektive geben kann, das ist, dass Gott selbst zu mir spricht. Ich kenne solche Situationen. Dass ich merke, ich muss jetzt Gott hören. Etwas anderes hilft mir nicht mehr. Und was ich dann in solchen Situationen gemacht habe, ist ähnlich wie Paulus. Ich bin nicht nach Arabien gegangen, aber ich habe mich ausgeklinkt. Ich habe gebetet, ich habe gefastet und kurze Zeit später, so habe ich das öfters erlebt, hat Gott mir einen Gedanken gegeben, einen Gedanken in mich hineingelegt, der kam nicht aus mir selbst hoch, sondern ja, der war vorher noch nicht da, da kam ein Gedanken in mir auf mit völliger Klarheit, dass ich wusste, jetzt hat Gott zu mir gesprochen. Und das hat für mich die Situation gedreht. Gott hat mich berührt, das hat alles in einem neuen Licht erscheinen lassen. Gott hat mich geleitet. Und ich wusste, ich habe Gott gehört und ich kann euch sagen, nichts leitet einen so wunderbar, nichts ermutigt so, nichts tröstet so, wie wenn du Gott reden hörst. Paulus geht in die Wüste, weil er genau das braucht. Er kennt die Heilige Schrift ja quasi in- und auswendig, nahezu perfekt. Und er ist in der Einsamkeit, er meditiert die Worte, er betet über sein Erlebnis mit Jesus, dem Auferstandenen. Und Stück für Stück erscheint ihm alles, was er über Gott weiß. Die ganze Heilige Schrift, die er kennt. Alles erscheint ihm in einem neuen Licht. Und dann kehrt Paulus wieder nach Damaskus zurück, wo er Jesus kennengelernt hat, wo er ihm als Auferstandenen begegnet ist. Und erst 3 Jahre später, schreibt er,
geht Paulus nach Jerusalem, wo er Kephas, also Petrus und Jakobus kennenlernt. Und danach lebt und arbeitet er wieder in Tarsus, in seiner Heimatstadt. Und dann geht er mit Barnabas nach Antiochien in Syrien. Also das ist das, was er hier zusammenfasst, ist mit in Syrien und Zilizien. Paulus schreibt, die christlichen Gemeinden in Judäa haben mich nie persönlich kennengelernt. Das Einzige, was sie von mir hörten, war, der Mann, der uns verfolgt hat, verkündet jetzt den Glauben, den er früher ausrotten wollte. Und sie lobten Gott für das, was mit mir geschehen war, schreibt Paulus. Mein Leben erzählt eine neue Geschichte und das hat sich rumgesprochen. Und die Menschen sehen, dass Gott mich verändert hat und sie loben Gott dafür. Wunderbar, ich finde das wunderbar. Etwas Wunderschönes, wenn man im Leben eines Menschen sieht, wie Gott ihn verändert hat. Das wünsche ich mir für mich. Und das wünsche ich mir für jede und für jeden in unserer Gemeinde. Das wünsche ich mir für jeden Menschen, der noch dazukommt. Das wünsche ich eigentlich jedem Menschen, den ich von Herzen lieb habe, wünsche ich, dass genau das in seinem Leben passiert. Dass Menschen in seinem Leben sehen, wie Gott ihn verändert. Wer schreibt meine Geschichte? Wer schreibt deine Geschichte? Wir haben die Geschichte von Paulus gehört. Es ist nicht die Geschichte, für die er ursprünglich angetreten war. Es ist nicht das, was er ursprünglich im Kopf hatte, was er erreichen wollte. Es ist auch nicht das, was andere über ihn erzählen. Wie er angegriffen wird, in ein schlechtes Licht gerückt wird. Das ist auch nicht seine Geschichte. Seine Geschichte ist die Geschichte, die Gott über ihn schreibt. Die Gott schon lange im Sinn gehabt hat. Gott hat mich schon, als ich noch nicht geboren war, dafür ausgesucht, schreibt Paulus. Er sieht, Gott hat meine Geschichte von Anfang bis zum Ende in seiner Hand. Ich lasse Gott meine Geschichte schreiben und das ist gut. Das ist die Sicht von Paulus. Eine wirklich gute Geschichte und wir sind hier noch mittendrin. Das ist der erste Brief, den Paulus überhaupt schreibt. Und es liegen noch viele Jahre vor ihm mit Gott, mit anderen Menschen. Es liegen noch gewaltige Abenteuer vor ihm, die wir dann auch zum Großteil wahrscheinlich aus der Bibel lernen können. Paulus sagt, das ist nicht meine Geschichte, die ich schreibe. Das ist auch nicht das, was andere über mich erzählen, sondern das ist Gott. Gott schreibt meine Geschichte. Und das ist Gnade, das ist ein Geschenk. Das ist gut so. Wer bist du? Wer schreibt deine Geschichte? Wer bindet die losen Enden deines Lebens zusammen? Und wer bringt dein Leben zu einem Happy End? Und ich kann dir nur raten, aus dem, was ich von Paulus lerne, aus dem, was ich an anderen Menschen sehe und aus dem, was ich selber erlebt habe, gib Gott den Stift in die Hand. Lass Gott die Geschichte deines Lebens schreiben. So wie Gott uns in Jesus begegnet, so wie wir ihn durch die Worte und durch das Leben und durch die Hingabe von Jesus am Kreuz, durch die Auferstehungskraft von einem neuen Leben, so wie wir Gott in Jesus kennenlernen, muss ich sagen, er ist der Einzige, der wirklich Lebensgeschichten neu schreiben kann und zu einem guten Ende bringen kann. Er ist der Einzige, dem ich vertraue. Paulus hatte ja schon vorher, das finde ich interessant, eine klare Identität und eine klare Bestimmung. Er wusste genau, was er wollte und wer er war. Es war jetzt nicht so, dass er ein unsicherer Typ war, der vom Leben gebeutelt und gezeichnet irgendwie sich schon immer gefragt hat, wer bin ich eigentlich, wo soll ich hin? Er wusste ganz genau, wer er ist und was er wollte. Und sein Leben war vorher sogar einfacher. Sein Leben ohne Jesus war einfacher. Aber es hat nichts zum Guten beigetragen. Paulus hat andere verletzt. Und er hat Leid und Schmerzen über andere Menschen gebracht. Seit er weiß, dass Jesus von Gott geschickt ist, seit er weiß, dass er in Jesus Gott ganz neu kennenlernt, anders als er ihn bisher kennengelernt hat, seit er weiß, dass Jesus lebt, hat sich Paulus verändert. Und er weiß jetzt auch, wie Gott
ihn sieht. Paulus sieht. Er weiß jetzt, was er für Gott tun kann. Er weiß jetzt, was er für andere Menschen tun kann. Sein Leben hat einen ganz neuen Sinn, ganz neuen Auftrag, neue Perspektive. Er weiß, was er für Gott und die Menschen tun kann. Und Paulus würde sogar sagen, was ich für Gott und die Menschen tun muss. Ich kann gar nicht anders. Und sein Leben mit Jesus ist schwieriger. Paulus bringt Opfer, die er sich vorher nicht erträumt hätte. Jahre später opfert er sogar sein Leben. Aber Paulus sagt auch, was ich jetzt habe, das ist das alles wert. Was ich jetzt tun kann und was ich in Jesus gefunden habe, ist das alles wert. Er dient Gott. Er hilft Menschen, dass sich ihr Leben verändert. Er trägt zum Guten in dieser Welt bei, weil Gott seine Geschichte schreibt. Das Interessante ist, was Paulus bisher war, ist ja nicht völlig ausgelöscht und ausradiert. Er ist auf der einen Seite ein ganz anderer Mensch geworden und auf der anderen Seite wieder nicht, sondern vieles ist neu erfüllt und neu gut geworden dadurch, dass Gott seine Geschichte schreibt. Jetzt dient es zum Guten. Er war ja schon vorher Experte in den Heiligen Schriften, absolut richtig gut drauf, hochgebildet. Aber durch Jesus hat er in der Heiligen Schrift erst den wahren Sinn erkannt. Aber natürlich hilft es ihm, dass er sich super gut in den Heiligen Schriften auskennt. Zweites Beispiel, er war schon vorher ein messerscharfer Denker. Er war in Tarsus Handwerker, hat eine Menge Menschen kennengelernt, war gelehrter Jude und alle möglichen nicht-jüdischen Philosophien, Religionen und Weltanschauungen sind ihm in Tarsus begegnet. Es war eine Hauptstadt der Philosophie in der Zeit. Und er hat die ganzen Menschen kennengelernt und die ganzen Gedanken aufgeschnappt. Und er war schon vorher ein messerscharfer Denker. Aber durch Jesus hat sein Denken eine ganz neue Richtung und einen ganz neuen Sinn. Und schon vorher, das schreibt er ja, brannte er leidenschaftlich für eine Sache, die er für eine gute Sache gehalten hat, aber wo er das Leben von Menschen zerstört hat. Er brannte leidenschaftlich für eine Sache. Und jetzt brennt er auch leidenschaftlich für eine Sache, aber er weiß, dass es nur diese eine Sache wert ist, nämlich die gute Nachricht von Jesus Christus. Und die Auswirkungen im Leben von anderen Menschen sind jetzt gut. Lass Gott deine Geschichte schreiben. Er macht nicht alles easy. Das war es für Paulus ganz bestimmt nicht. Aber er macht alles gut. Er hat dich geliebt, bevor du geboren wurdest. Er hat seinen Sohn gegeben, um dich aus dem Schlaf aufzuwecken. Und er ist mit dir noch nicht fertig. Er hat etwas mit dir vor. Was genau kann nur er selbst dir sagen? Aber es ist gut. Es ist was Gutes. Lass Gott deine Geschichte schreiben. Fang heute damit an. Vielleicht fragst du dich, wie soll ich denn damit anfangen? Ja, vielleicht ganz klein, ganz einfach mit einer Sache. Vielleicht gibt es gerade eine Sache in deinem Leben, vor der du stehst, wo du nicht weißt, wo du tun sollst. Vielleicht gibt es einen Menschen, der dir Schwierigkeiten macht. Vielleicht gibt es eine Situation, die du nicht selbst auflösen kannst. Fang damit an. Gib Gott den Stift in die Hand. Frag ihn, Gott, wie siehst du mich eigentlich? Wer bin ich in deinen Augen? Was soll ich tun? Wer kann ich in deinen Augen sein? Lass Gott deine Geschichte schreiben und erwarte, dass Gott deine Geschichte gut schreibt. Amen.